Ja, herzlich willkommen auf dem Gera Messestand. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Habe eine kurze Präsentation für Sie vorbereitet, möchte aber direkt mal mit einer Frage starten. Wer kennt dieses Gerät? Hoffe, jemand ist dabei, der ein bisschen historisches Wissen zu Gera hat. Sieht nicht so aus. Okay. Das ist einer der ersten Gera Home Server aus dem Jahr 1998. Wir hatten da zwei Varianten von. Ist ein Server für die Gebäudevisualisierung, für KNX. Gab zwei Varianten, einmal den Home Server Basic und darüber hinaus dann den Home Server Net. Der Unterschied war, dass es quasi bei dem einen Gerät einen Netzwerkanschluss mit gab. Passend dazu habe ich auch die damalige KNX-Visualisierung mitgebracht des Gera Home Servers. Sieht super aus, oder? Modern, war auch damals schon hochleistungsfähig. Mich hat das, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe, stark daran erinnert an den Teletext. Da habe ich dann immer Fußballergebnisse aus der Bundesliga am Wochenende nachgesehen, die Live-Scores sozusagen. Der Gera Home Server war damals schon hochleistungsfähig, hochflexibel im Einsatz, ist er heute noch. Muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass beides anspruchsvoll ist, also sowohl die Umsetzung der KNX-Anlage als auch der Aufbau und die Erstellung der Gebäudevisualisierung, aber natürlich hochflexibel. Und die Tätigkeit, die man da durchführen muss, setzt natürlich einiges an Know-how voraus. Wir sehen aber grundsätzlich, und das ist ja die Frage, was hat das mit Gera One zu tun, grundsätzlich einen steigenden Bedarf im Smart-Home-Markt. Mehr Kunden haben Interesse an Smart Home und letzten Endes geht es aber auch darum, mal einfach einzusteigen mit einer einfachen Jalousiesteuerung beispielsweise, die dazu führen kann, dass man aus der Ferne auch auf die Anlage zugreifen kann. Das Spielfeld wird viel, viel größer. Geht halt nicht nur um das hochindividuelle Smart Home mit Home-Server-Visualisierung beispielsweise, sondern kann auch klein anfangen. Also eigentlich alle Zeichen erstmal auf grün, oder? Leider nein. Klassischer Zielkonflikt. Wir haben auf der einen Seite einen steigenden Bedarf bei unseren Kunden und Auftraggebern und auf der anderen Seite kennen wir das Thema Fachkräftemangel. Ist jetzt auch sehr, sehr stark in der Presse, bewegt uns aber schon einige Jahre. Und da sind wir als Unternehmen einfach gefragt, auch effiziente Werkzeuge anzubieten für Sie im Handwerk, damit man Smart Home Produkte einfacher und viel schneller umsetzen kann. Und genau das Ziel und das Angebot geben wir mit Gera One, ein Smart Home System viel einfacher und viel schneller von Gera umsetzen zu können, als es bisher der Fall war. Wir bieten eine Lösung für eine einfache Lichtsteuerung, eine Temperaturregelung, die möglichst effizient natürlich ist, einfache Beschattungssteuerung, die komfortabel ist, genutzt werden kann, gerne auch mit Fernzugriff, automatische Visualisierung, die im Hintergrund erstellt wird, und das Beste daran ist, dass alles auf dem KNX-Standard basiert. Wir haben nichts Neues entwickelt, kein proprietäres System entwickelt, sondern basieren auf dem weltweiten Standard KNX, KNX Secure, und sind damit auch sicher. Gera One wird in Gänze in Betrieb genommen über den neuen Gera Projektassistenten. Wir bieten dafür quasi vier einfache Schritte an, wie man Gera One in Betrieb nehmen kann. Setzt die Gebäudestruktur auf, zieht die Geräte ins Projekt, verbindet die Geräte miteinander, konfiguriert die Funktion, nimmt das System in Betrieb, die Geräte in Betrieb, und dann wird im Hintergrund quasi automatisch auch die Visualisierung für Smart Home erstellt. Dann ist der Schritt zum Fernzugriff auch schnell getan. Geht dann auch sehr einfach von der Hand in der App. Also man kann letzten Endes Gera One in wenigen Stunden in Betrieb nehmen. Mit einer Visualisierung, die im Hintergrund erstellt wird, geht super schnell, super einfach. Heute auf der Light & Building präsentieren wir eine Erweiterung bzw. zwei Erweiterungen fürs Gera One System. Wir haben neue Bediengeräte ins System integriert. Wir haben bisher den Taster, der ist auf der linken Seite abgebildet. Damit sind wir letztes Jahr gestartet, gibt es in den Varianten einfach und zweifach, haben jetzt die Tastsensoren 4 in der Komfortvariante hinzugenommen, im System 55, also vollkommen kombinationsfähig, in allen Gera-Schalterprogrammen integrierbar, und wir haben natürlich auch die komplette Farbvielfalt von reinweiß bis schwarz-matt. Für Kunden, die dann gerne auch eine größere Bedienfläche nutzen möchten im Wohnbereich, wo man vielleicht auch mehr Funktionen dann steuern möchte, haben wir dann auch die Tastsensoren 4 Komfort
mit ins System integriert. Das ist quasi das dritte Bediengerät. Da haben wir auf der einen Seite sehr hochwertige Wippensets in Echtmaterialien, sehr gut kombinierbar dann auch mit unserem Gira Esprit-Schalterprogramm, haben da natürlich dann auch die Kombination in den Gira-Systemfarben, also lackiert in reinweiß bis schwarz-matt dann auch verfügbar. Und schlussendlich dann der Gira G1, der das zentrale Bediengerät bei Gira One ist für die Smart-Home-Funktion, die ich dann in meinem Smart-Home nutzen möchte und ergänzend natürlich dann auch kombinierbar als Wohnungsstation mit dem Gira-Türkommunikationssystem. Also so eine sehr breite Range an Bediengeräten, die wir anbieten, die genutzt werden können. Da haben wir auf jeden Fall das passende Angebot, je nach Einrichtungsziel auch sehr gut kombinierbar in den unterschiedlichen Farbvarianten. Also ein sehr attraktives Portfolio. Da wird definitiv was für Kunden dabei sein, die sich für Gira One interessieren und dann am Ende hoffentlich auch entscheiden. Ja, das ist das neue Gira One-System. Gibt es Fragen hier aus dem Publikum? Sind keine, Stefan? Hast du welche, die digital gestellt worden sind? Ja, genau. Ihr könnt auch gerne noch mal drüber nachdenken. Es sind tatsächlich, wir sind jetzt schon bei Tag 2. Allein gestern hatten sich ein paar Fragen ergeben. Von daher würde ich die ganz gerne einfach noch mal stellen. Kann ich auch ohne Geräte ein Projekt vorbereiten, zum Beispiel im Büro? Ja, das ist möglich, weil der Gira Projektassistent eine Windows-Applikation ist. Also sie wird auf einem Windows-PC installiert. Man kann letzten Endes das komplette Projekt im Gebäude vorbereiten, im Büro, am Schreibtisch, braucht keine Geräte, kann sich dadurch auch sehr flexibel dann auf die Abwicklung beim Elektrofachbetrieb dann anpassen. Also wenn Planung und Vorbereitung getrennt wird von der Installation, die kann dann auch parallel erfolgen. Man kann dann mit dem vorbereiteten Projekt quasi auf die Baustelle kommen, den Inbetriebnahmeknopf drücken und dann werden die Daten, die ich vorbereitet habe, quasi in die Geräte geladen. Sehr gut, das hört sich einfach an und ich muss es nicht von vor Ort machen. Kann das im Büro ausmachen. Eine weitere Frage ist, wie lange dauert eine Inbetriebnahme eines Einfamilienhauses, zum Beispiel mit 60 Geräten? Im Schnitt rechnen wir dadurch, dass wir natürlich auch viel getestet haben, auch Erfahrungswerte natürlich haben aus der Praxis, so zwischen 4 bis 6 Stunden, um Projekt komplett aufzubereiten, dann in Betrieb zu nehmen. Der reine Inbetriebnahmeprozess dauert so circa 30 Minuten, also die Informationen und die Projektdaten aus dem GPA dann in die Geräte spielen, da rechnet man ungefähr 30 Minuten dann. Das ist flott, sehr gut. Und eine letzte Frage, welche Gebäudetypen kann man denn mit Gira One ausstatten? Man hat da eigentlich die komplette Flexibilität, je nach Anforderungen, die man hat. Können kleinere Wohnungen ausstatten, aber natürlich auch größere Einfamilienhäuser, weil wir bis 200 Geräte über das Gerät und den Gira One Server dann abwickeln können, bis zu 250 Funktionen, also ist da sehr breit aufgestellt, hat eigentlich keine Grenzen, egal ob kleinere oder größere Projekte. Alles klar. Schau nochmal in die Runde. Haben sich noch Fragen ergeben? Ansonsten vielen Dank, Jan, ja, für den Dank. Sehr guten und kompakten Vortrag zu Gira One. Dankeschön.